So, weiter geht's bei Overlord. Part Nummer 3 für heute. Fortsetzen. Das ist die Frage, wo ist denn hier diese riesige Schnecke? Rechts oder le? Ich habe sie gefunden. Sie ist links. Wollen wir also links lang gehen? Nein, wollen wir nicht. Was habe ich denn gerade? Tatsächlich habe ich nur braune verloren. Ist relativ praktisch. Gut. Wie mache ich das jetzt am einfachsten? Die blauen hier, die grünen hier, die roten hier. Die grünen gehen mal ein Stückchen voran und die roten, die nehme ich weg. Und dann noch F3 und nochmal E. Und dann hat sich das. Ein böses Territorium muss finanziert sein, Herr. Das würde gut passen. Ja, nehme ich. Halt, ich muss mal eben alle zurückrufen. Wenn ihr Gold sucht, weiter unten im Bergwerk ist jede Menge. Ich werde lieber von einer Schnecke gefressen, als dass ich es Goldo überlasse. Seine Gier hat zu viele getötet. Who the hell is Goldo? Goldo der Goldfisch. Wir werden Goldo mit Sicherheit noch kennenlernen. Ich nehme an, er ist ein Elf. Sicher bin ich mir gerade nicht. Wie viel Geld gibt das? Kann ich nicht sagen. Irgendwas mit über 1000, aber mehr kann ich nicht sagen. Das steht da leider nicht. So. Gold oder Goldfisch? Ja, die Frage ist, wo lang jetzt? Komm, alles kaputt machen. Nehmt, was ihr kriegen könnt. Gebt nichts wieder zurück. Achso, bitte alle. Vergesst es dann immer wieder auf alle zu wechseln. Was haben wir hier? Hier glitzert was. Ey, ich habe Tales of Exilia gespielt. Glitzern ist immer gut. Sag ich doch. Okay, tief in der Mine. Okay, dann gehen wir mal tief in die Mine. Der Anführer der Zwerge. Ach du Scheiße. Aber Gold oder Goldfisch klingt einfach viel geiler. Das musst du zugeben. Gold oder Goldfisch ist viel, viel geiler als Gold oder der Anführer der Zwerge. Versteht er? Okay. So, Goldo. Anführer der Goldfische. Machen wir einen Kompromiss. Anführer der Goldfische. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Bevor ich jetzt hier... ganz dumme Fehler begehe. Witzigerweise werden die von Schleimviechern gefangen gehalten, aber tiefer in der Höhle sind die Zwerge, die sie auch gefangen halten. Ich glaube, die Elfen haben es hier irgendwie nicht so leicht. Ich möchte, dass ihr jetzt zwar das hier alles nehmt, aber den Wagen noch nicht. Den Wagen, den lasst ihr mal bitte da noch stehen. Weil den jetzt zurückzuschieben, könnte eventuell Probleme wecken.
Es gibt hier eventuell gleich noch eine Abkürzung. Nein, wie soll das da? Und zurück. Habt ihr nicht gehört, oder? Gut, wunderbar. Wir gucken in die falsche Richtung. Ich meine, ich nehme das so hin, aber... Nee, du sollst... Wie unfähig bist du eigentlich? Ich will die Dinger hier lieber alle explodiert haben, ansonsten passiert irgendwie gleich ein Unglück. Ich sehe das schon kommen, deswegen will ich, dass dieses Unglück lieber ohne mich stattfindet. Schatz! Da haben wir noch mehr Gold. Wo sind die Zwerge? Ich vertraue diesem Frieden nicht. Da sind die Zwerge. Ich sehe sie. Zu den Zwergen hintragen. Für die Steuerung bin ich nicht ausgelegt. Zu den Zwergen hintragen, da mache ich es lieber so. Für die Steuerung, die da hinzutragen, bin ich nicht ausgelegt. Ich erinnere mich da noch an einige Bossfights, die mich... das heißt einige. Waren da nicht schon mehrere problematische Aktionen? Das ist ganz rein theoretisch, fällt mir gerade auf. Oh. Und go. Und go. Eigentlich wollte ich gerade was anderes sagen. Ich wollte eigentlich gerade, komm mal zurück, eigentlich gerade sagen, dass alle jetzt mal eben hier anpacken können. Dann packt ihr das mal eben weg und dann könnt die anderen mal eben das holen. Dann haben wir schon mal die beiden Golddinger weg, damit wir die nachher nicht vergessen. Weil ansonsten vergesse ich die nachher. Das wollen wir ja nicht. Das ist Gold zu schade für. Wunderbar. Dann haben wir die beiden gleichzeitig abgehandelt. Dann brauchen wir nur einmal warten. Sehr schön. Kommen die da auch? Kommen sie. Okay. Also wenn ich da mit einem alleine hinrennen würde, dann würde da wahrscheinlich nur dabei rauskommen, dass derjenige, den ich da hinrennen lasse, stirbt. Oh, Zeug. Das gehört mir. Wir haben auf jeden Fall einige Waffen liegen. Braucht noch jemand? So, kommt mal her. Braucht da noch jemand was? Hätte da noch ein paar Sachen liegen. Was ist mit dir? Versuchst du da irgendwie verzweifelt dieses Schild kaputt zu kriegen? Oder was soll das? Oh, Shop. Oder was soll das darstellen? Habt ihr das Geld mal abgeliefert? Okay. 3 von 4. Was heißt denn dieses 3 von 4 da links? Das wäre total toll, wenn ich das beantwortet bekomme. Aha, doch noch jemand, der das braucht. Doch noch nicht alle. Was heißt denn das 3 von 4? Dass wir hier 3 von 4 Dingern gefunden haben? Also 3 von 4 Goldkarren? Dann wundert mich halt nur dieses Symbol, dieses 3 von 4... Overlord-Köpfen. Okay, 3 von 4. Das heißt, ein Ding haben wir hier irgendwo noch.
3 von 4 Goldfische. Okay. Wir haben 3 von 4 Goldfischen gefunden. Stopp, zurück. Sehr schön. Töten. Okay. Weiter. Ich bin gerade... Oh, hoppala. Tatsächlich relativ froh, wie das hier alles vonstatten geht. Es könnte schlechter laufen. So, erstmal alle Zwerge töten. Jetzt, wenn alle tot sind, fangen wir mal an, über alle Waffen drüber zu laufen. In der Hoffnung, dass sie noch irgendwer braucht. Ja, immerhin einer. Und drauf da. Und drauf da. Gut. Okay, was jetzt? Da sind welche gefangen. Helft uns. Helft uns. Das Gold könnt ihr liebend gern haben. Okay. Tötet die Tiere und befreit uns. Tiere? Die Schnecken oder was? Oder was für die... Ja, die Zwerge hat sie auf jeden Fall schon erwischt. Ich befreie die, glaube ich, erst, wenn ich die Schnecken getötet habe. Oh, Scheiße. Die Grünen habe ich, glaube ich, gerade alle, ja, ins Malaya geschickt. So. Müsstest du nicht mal eben... Achso, die sind instant gestorben. Scheiße. Oh. Was ein bitterer... Na, ich habe mich wieder nicht so schlau angestellt, muss ich gestehen. Hab mich nicht so schlau angestellt. Stopp. Zurück. Auch zurück. Ich weiß gerade nicht, welcher Weg der richtige ist. Ich weiß, ich werde die jetzt gleich befreien. Ich hoffe gerade auf eine Abkürzung. Ja, da ist die Abkürzung. Ja, damit sind wir wieder am Eingang. Du kannst sie auch verfüttern. Was meinst du mit, ich kann sie auch verfüttern? So. Ja, wir lassen euch da mal eben... raus. Erst öffnen, dann Schnecken töten. Hätte ich natürlich, ich böser Bube, hätte das auch tun können. Jeder mag Gold, Herr. Aber dieser König Goldo scheint davon besessen zu sein. Hm, hier gibt es nichts zu kaufen. Ich frage mich, was er wohl damit macht. So, kommen die jetzt gleich. Wieder? Jetzt gleich müsste mir eigentlich Gold angezeigt werden, dann müssten die wiederkommen. Eigentlich. Da sind sie.
ist ein langer Weg, ey. Aber die Frage ist natürlich, wo ist denn der Goldfisch? Ist der nicht in der Mine? Eure Mätresse ist entzückt. Schön. Ist der nicht auch in der Mine? Anscheinend nicht. Anscheinend ist er nicht mit hier in der Mine. Ich möchte nur noch mal kurz mich vergewissern, dass ich hier... Der Goldfisch ist wahrscheinlich im Wasser. Hm, nicht unbedingt. Was soll ein König in der Mine? Naja, goldgierig sein. Also im Sinne von sich einfach schon in der Mine in dem Gold laben. Was weiß denn ich? Vor allen Dingen, ja, König der Goldfische. Der lässt buddeln. Gut. Dann gehen wir wieder raus und gehen weiter nach rechts. Den einzigen Weg, den wir haben, will heißen, ja, der einzige Weg, der, den wir gerade haben. Braune. Flammenwerfer. Mit denen lässt sich alles schön knusprig braten. Besonders diese Schnecken. Ja, ja. Allerdings könnte man durchaus meinen, dass der Tank ziemlich instabil ist. Will heißen, der explodiert? Nein? Ja, vielleicht. Wir werden es herausfinden. Aber erst will ich neue grüne und neue... Schön. Wenigstens ein paar Seelen zurückbekommen. Gut. Haben wenigstens ein paar Seelen zurückbekommen und können jetzt, wie gesagt, einfach hier dran vorbeigehen. Und den Flammenwerfer uns angucken. Und da schießt er ganz schön weit. Hinter dir ist ein Gegner. Schnecke, greif mal an. Ich bin zum ersten Mal gestorben. Weil die Schnecke useless ist. Gegen das Explodieren, ja. Hä, was? Nein, die Schnecke ist useless, weil die... Ich habe ja gewartet, bis der mich angreift, eigentlich. Allerdings ist die Schnecke... Die Schnecke will ja... kämpfen ja gegen die Zwerge. Aber die Schnecke ist einfach stehen. Also die Schnecke wollte den einfach nicht angreifen. Das hätte die Schnecke angegriffen, dann hätte sich ja der
Zwerg umgedreht. Und wenn der Zwerg sich umgedreht hätte, hätte ich ihn einfach töten können. Aber nein. Okay. Gut. Kümmern wir uns jetzt gleich nochmal darum. Ist der fette Klops wieder da? Ist er nicht, ne? Flammenwerfer, mit denen lässt sich alles schön knusprig braten. Besonders diese Schnecken. Allerdings könnte man durchaus meinen, dass der Tank ziemlich instabil ist. Tut ihm das weh? Nö. Könntest du mal den scheiß Zwerg angreifen? Oha. Geht doch. So. Gut. So, Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? Wenn du ihn von hinten angreifst, gehen dir auch die Leute nur bei der Explosion drauf, wenn du zu langsam bist. Naja, gerade war ja, wie gesagt, also, mich hat nur genervt, dass die Schnecke nicht angegriffen hat. Und zwar... geht's hier gar nicht weiter? König? Ich hab eine Idee. Wir nehmen mal, warte mal, mal eben alle. Kommt mal eben her. Ich will einen von euch haben. Dieser eine, der geht jetzt mal dahin und geht dann dahin. Legt die ab, ich weiß nicht wie. Doch, so. Das hat, behaupte ich, was bewirkt. Gut. Neues Gebiet, neues Glück. Zwerge machen ein großes Geheimnis aus ihrem Braurezept. Dieses Fort bewacht sicher die Brauerei. Machen wir hier alle Hindernisse weg. Wie kommen wir jetzt am... Oh, da haben wir 9 Punkte. Das finde ich ja schon mal sehr nett. Exquisit. Wir haben gerade noch keine Toten, also ist alles gut, aber trotzdem schon mal sehr schön, dass wir diesen Punkt hier haben. Drauf da. Oh, alle zurück. Ich hoffe, ihr seid alle weg. Und wo kamen die jetzt? Ach, ich brauche die sogar. Okay, Moment. Wie mache ich das denn jetzt? Komm mal mit. Hey, Dude. Hallo. Wirf mal.
Okay. Boah, ich verstehe mal, wie etwas in diesem Spiel funktioniert. Ich bin hellauf begeistert. Ich bin lernfähig. Oh shit. Okay. Nein, die blauen. Nein, nein, blaue. Macht mal wieder hier. Macht keinen Scheiß. Wie oft muss ich das dann jetzt hier noch machen, bitte? Also ich habe langsam verstanden, wie das Prinzip funktioniert. Ich muss jetzt hier eigentlich meines Erachtens nach das jetzt nicht 25 Mal machen. Was bist denn du? Oh nein, das ist jetzt ganz schlecht. Was denn jetzt? Warte ihn mal. Dankeschön. Okay. Einer, dessen Ausrüstung mit dem braunen einsam wird, was? Okay, irgendwer hat sich die Ausrüstung jetzt, glaube ich, gerade sowieso schon selbstständig geschnappt. Ich weiß allerdings nicht, wer. Eventuell der Typ da mit dem Helm? Ich weiß es nicht. Gut. Oh, hoppala. Blau belebt blau wieder, das ist schon mal gut. Ich könnte halt jetzt die Bomben nutzen. Mach ich aber nicht. Oh shit! Das ist nicht das Klügste, was ich hier gerade tue. Aber ich glaube, bis jetzt ist tatsächlich noch niemand verreckt. Boah, ist jetzt wahrscheinlich... Ja, es ist noch niemand verreckt. Es hat wahrscheinlich mehr mit Glück als Verstand zu tun, aber es ist noch niemand verreckt. Ich möchte das nochmal betonen. Es ist niemand verreckt bei der Aktion. Ja, ich überlege gerade, wie ich das am einfachsten mache. Ja, fuck, versuch ruhig alles abzufackeln. Obwohl, warum eigentlich nicht? Bleib mal da stehen, guck mal, ob ihr trefft. Treff den Stein. Was ist das denn für eine
Truppe hier. Ja, ich würde sagen, wir gehen eine Viertelstunde Kaffee trinken. Ich komme so in 20 Minuten wieder. Und dann löppt das. Oder wir lassen das. Komm. Lass den armen Kerl zufrieden. Oh, Hallöchen. Oh shit, da hat jemand die Bombe angezündet. Zünd den Knaller. Und der Rote geht einfach mal todesmutig. Guck mal da. Sag mal. Wirft jemand die Bomben, oder? Oh, jetzt trinkt der sogar tatsächlich vorher noch. Oha. Wow. Vollkorn ein auf Rampage. Jetzt, wow. Okay, die Typ mit dem Bier, da muss ich echt... Okay, Explosionen helfen. Okay. Da wurde mir gerade schmerzhaft gezeigt, dass das nicht immer funktionieren kann. Oh je. Ich kann jetzt hier ein Opferspiel draus machen, aber... Irgendwer fehlt übrigens. Ich habe irgendwen verloren. Rettet ihn. Also langsam wird das... hier ein wenig heikel. Kriege ich mal eine Abkürzung oder so? So, weg mit ihm. Machen wir eben die Kisten hier auf. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ihr sollt das Objekt gerade tatsächlich gar nicht mal nehmen. Ihr sollt einfach nur die Waffen hier nehmen. Und zwar alle. Alles nehmen, was ihr kriegen könnt. Ja, ich könnte das Artefakt jetzt nehmen. Das Objekt, Entschuldigung, nicht Artefakt. Die Frage ist, will ich das wirklich? Wo lang bringt der mich denn dann jetzt? Das ist mehr Leben, okay. Wir machen hier tatsächlich nochmal einen kurzen Cut und machen noch einen vierten Part.